Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder YouTube Live. Und in dem Video werde ich alles falsch machen, was man auch nur falsch machen kann. Und dann werden wir herausfinden, was passiert eigentlich, wenn man YouTube Live so schlecht spielt, wie es so geht. Stirbt man dann oder passiert einfach gar nichts? Schauen wir es uns an. Zuallererst gehe ich natürlich rein, weil ich bin ein erfolgreicher YouTuber und muss dementsprechend natürlich wieder Videos produzieren. Wenn ich das Spiel richtig spielen würde, würde ich natürlich jetzt erstmal schlafen gehen, essen gehen, weil meine Anzeigen sind schon ziemlich niedrig, aber komm, das können wir vergessen. Als echter YouTuber lässt man das ja auch mal liegen. Wir machen erstmal unser erstes Video. Hier, Kommentare löschen. Du bist mein Lieblings-YouTuber selber. Bam. Oh, Kommentar gelöscht, entfolgt. Ja, die anderen Kommentare bleiben stehen. Oh, da ist noch einer. Kommentar gelöscht, entfolgt. Plus Hender schon wieder. Warte, ich verlasse nochmal. Geh nochmal rein. Und okay, die schlechten Kommentare sind jetzt da geblieben. Dann spielen wir mal The Murderer 2. Dann würde ich sagen, ich drücke einfach mal die Taste G. Yeah. Keine Ahnung, ich drücke ein paar Tasten, ganz langsam. Dann kann es langsam angehen. Sollen wir jetzt einfach mitten in der Aufnahme warten? Keine Ahnung, worauf. Nee, die Dinger gehen weg. Ich klicke mal F an. Oh, war schon zu spät. Dann das hier. Ach, das dauert so lange. Puh. Mir gefällt der Gesichtsausdruck nicht. So ist besser, aber ui. Na, Gesichtsausdruck beibehalten. Ich will nicht mehr das Red-Gesicht. Ich lache mir ins Fäustchen. Dann klicke ich mal hier rauf. Gute Arbeit, sagt er mir. Hey, ja, ich weiß, es war ganz gut. So, ja, jetzt schneiden wir einfach mal hier. 18% ist in Ordnung, geht schlechter. Wir versuchen es. 27, ich werde echt nicht besser. Jetzt aber, 20%. Das geht noch ein bisschen besser. So, jetzt haben wir 46 und 23%. Wir laden es mal hoch, gucken, wie das Video so ankommt. Und gehen jetzt natürlich erstmal nichts essen. Ich gehe, solange das Video hochlädt, erstmal raus. Das Video macht trotzdem Millionen Aufrufe. Macht trotzdem etliche Subscriber. Eigentlich müsste so ein schlechtes Video mir D-Abos bringen. Aber nein, es bringt mir trotzdem 1 Million neue Abonnenten, 11 Millionen Aufrufe, 450.000 Cash Money. So ist das Leben. Wenn man es erstmal geschafft hat als YouTuber, dann kann man scheinbar gar nichts mehr falsch machen. Ertrinken kann man gar nicht. Das brauche ich gar nicht erst ausprobieren. Aber ich guck mal nach, ob ich hier ein bisschen was finde. Weil ich hätte schon gerne ein paar mehr Gems, damit ich wieder Kisten öffnen kann. In der Zeit, in der ich darauf warte, dass ich hier aushungere. Der Roboter greift an. Na, dann werden wir uns einfach mal mit dem Roboter anlegen. Denn das wird viel zu einfach hier. Aber wir müssen natürlich alles falsch machen. Das heißt, keine Ahnung, ich stelle mich ins Wasser, sage, Mama, ich habe mir eingepullert. Und jetzt ist hier Doc und denkt sich so, hey, der will mich küssen. Okay, hübsche Schuhe. Oh, meine Kamera ist hochgegangen. Das ist cool, dass die Kamera hier hochgeht. Und ich bin tot. Gut. Dann geht's weiter. So, ich weiß nicht, ob es jetzt zählt, als was richtig zu machen, wenn ich zu Will gehe und mir da meine Abos abhole. Aber ich muss mir natürlich meine Abos von Will abholen. Das ist der Einzige, der hier noch zuverlässig für mich arbeitet. 800.000 Abos, die hole ich mir. Krieg dadurch sogar noch einen neuen Play-Button. Ich habe schon 1 Milliarde Abonnenten, ist es nicht zu fassen. Wie viel brauche ich? 1,2 Trillion. Also ich brauche noch das Tausendfache von dem, was ich jetzt habe. Und dann kann ich in den nächsten Kanal öffnen. Wir gehen einfach mal nach Hause und nehmen ein paar weitere Videos auf, um dafür zu hustlen. Ich stell aber trotzdem ja die Sachen hier auf, weil sonst vergesse ich das. Guck mal, ich habe das bei allen Play-Buttons hier vergessen. Der wird aufgestellt und der wird aufgestellt, hier. So, Mensch, man kriegt so viele Play-Buttons, da verliert man schon wieder den Überblick. Ah, und das nächste Video machen wir jetzt erstmal Kommentar löschen. Ja, ist in Ordnung, wieder rangehen. Guten Kommentar löschen, ist okay, wieder rausgehen, aber jetzt aber, ja. Haus-Simulator trendet, na dann spiele ich erstmal Cube-Pad. Ja, ich bin dann erstmal weg. Keine Ahnung, wie lange ich hier jetzt mit diesem Gesicht sitzen bleiben kann. Ich gucke mir einfach mal ein YouTube-Video an. Wir sehen uns gleich wieder. Leute, wir sehen uns wieder. Ich gucke mir kurz ein YouTube-Video an. So, da bin ich wieder. Hab ein schönes Video von Unge gesehen. Dann werde ich das ja einfach mal fertig machen. So, habe ja lang genug gebraucht. Das waren jetzt 8 Minuten plus. Und lass doch mal ein Abo bei Unge da. Weil war gutes Video. 12,7%, ganz gut. 9,6%, ich werde immer besser und 13, na gut. Aufnahme 6, ich glaube, bei der Aufnahme kann man gar nicht versagen. Oder man muss wirklich zwischen jedem einzelnen Klick so eine Minute warten. Naja, hochladen. Oh, ich habe gerade Reference. Woher habe ich das denn? Ich habe keine Ahnung, woher ich das habe. Na gut, dann machen wir das nächste Video. Ey, guck mal, der Trend ist vorbei, weil ich zu lange für das eine Video gebraucht habe. Oh, guckt euch das an. Ich werde lila. Ich sehe gut aus, guckt mich an. Ich glaube, mein Gesichtsausdruck sieht nicht mehr so gut aus. Aber ich lasse mir jetzt zwischen jedem Klick Zeit. Ich mache mit Augen zu. Ich klicke immer irgendeine Taste jetzt auf meiner Tastatur. Und wenn die Taste zufälligerweise nicht da ist, haben wir halt Pech. Genauso wie gerade eben. Schon wieder nichts getroffen. Schon wieder nicht. Hallo? Komm schon. Ja, Mann. Übrig 4, 3. Ey, schlechte Videos aufnehmen ist dann viel schwieriger als gute Videos aufnehmen. Ich verstehe es nicht. 2. Ah, noch einer. Und für den letzten muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Aber dann schon wieder das gute Upper Red Gesicht. Aber F. Großartige Arbeit. Danke, danke, danke. Ja, 23% ist zu gut. 17% ist auch zu gut. Was ist los mit mir? Ah, 16, keine Ahnung.
Da habe ich beim Schnitt viel zu gut geschnitten. 20%. Schon wieder 46%. Ich glaube, man kann wirklich nicht unter 46% bei der Aufnahme droppen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal joggen. Joggen tut einem gut. Dadurch kriege ich wieder Energie. Ich kann nicht mehr sprinten, Leute. Und ich glaube, ich bin schläfrig. Ich glaube, die Zs bedeuten, dass ich schläfrig bin. Na gut, wenn ich nicht sprinten kann, dann gehe ich wieder nach Hause. Dann nehmen wir halt das nächste Video auf. Das Leben eines YouTubers. CubePad, los geht's. Ich lasse mir jetzt zwischen den Sachen einfach ein bisschen Zeit, aber ich krieg die Aufnahme wirklich nicht schlechter hin als Dings. Ihr wisst Bescheid. Als 46%. Wenn ich jetzt ein bisschen schneller mache und dann trotzdem 46% bekomme, dann weiß ich Bescheid. 16% ist gut. 10%. Kann man überhaupt niedriger als 9% kommen? Ich weiß es gar nicht. 54%, 13%. Ja, ist in Ordnung. Ich habe noch so viel Energie. Ich muss danach direkt das nächste Video aufnehmen. Ich werde einfach nicht schläfrig. Nächstes Video, Leute. Du bist der Beste. Löschen. Das war so gut. Löschen. Du bist der Beste. Löschen. Aber Ox Kommentar, dass ich da. Ich bin ein Riesenfan von Aber Ox. So, dann spielen wir mal ein bisschen Adopt aus. Ich mache jetzt einfach durch. Das Aufnehmen, das ist mir zu anstrengend, schlecht aufzunehmen. Ich mache das einfach schnell durch. Es scheint jetzt wirklich keine Auswirkung auf die Videoperformance zu haben, wenn die Videos schlecht sind. Ich mache sie trotzdem schlecht. Ich glaube, man macht die Videos wirklich nur gut, weil es der eigene Anspruch ist, die Videos gut zu machen. So, 87,20 ist in Ordnung, kann ich verkraften. Ich laufe hier ein bisschen so rum. Ich habe noch 2% Laune und 2% reichen aus, um noch ein gutes Video rauszuhauen, würde ich sagen. Lol, kann ich machen, ja. Dieses Video ist so schlecht von derselben Person. Gut, und dann geht's jetzt weiter. Obwohl, ich habe nur 500.000 Abos gemacht mit dem Video jetzt. Vielleicht wird mein Kanal wirklich schwächer, wenn ich jetzt die ganze Zeit schlechte Videos raushaue. Vielleicht habe ich mir das doch nur eingebildet. Verbinde die Kabel. Okay, natürlich. Blau kommt natürlich auf. Ist das euer Ernst? Man kann sie nicht mal falsch verbinden. Ich drücke, ich lasse los. Es geht gar nicht anders. Ich muss Blau mit Blau verbinden. Das ist ja blöd. Ah, na gut. Dann müssen wir es halt richtig machen. 11,7 ist in Ordnung. 13,3 und 16,2. Ich glaube, man kann nicht unter die 9% kommen. Bei der Zeiger geht er auch nie richtig rein. So, ich bin gerade am Verhungern. 0% Hunger, 0% Laune, 20% Energie. Aber ich kann hier immer noch quicklebendig durch meine Wohnung stanzen. Quicklebendig durch meine Wohnung strampeln. Habe immer noch ein Lächeln im Gesicht. Nur 400.000 neue Abonnenten durch das Video, nur 3 Millionen Aufrufe. Also es läuft schon schlechter mit dem Kanal, aber irgendwie interessiert es den Kanal nicht wirklich. Jetzt löschen wir natürlich nochmal die guten Kommentare, aber ich will jetzt langsam mal sterben. Ja, ich verbinde die Kabel, die kann man ja leider nicht falsch verbinden. Das ist so blöd, ich kann nicht so machen, ich kann die hier nirgends hinpacken. Ah ja. Oh, das... Oh, ich dachte, das wäre gut. Hey, jemand hat einen 1-Million-Play-Button erreicht. Die Million mache ich mit 3 Videos. Na gut, während das Video hochlädt, hole ich mir mal ein paar neue Abonnenten von Will ab. Und wie viele Abonnenten mache ich jetzt? 400.000. Okay, Will, gib mir mal die 10 Milliarden. Was? Gönn ich mir. Dankeschön. Neuer Play-Button für 10 Milliarden. Es ist nicht zu fassen. Leute, wenn ihr erstmal einen Kanal habt, der super gut läuft, dann könnt ihr scheinbar nichts mehr falsch machen. Ich meine, was soll ich falsch machen? Ich warte immer noch, dass meine Energieleiste runterdroppt. Auf 0%. Dann wäre ich theoretisch tot, aber es scheint niemanden zu jucken. Ja, die Videos, die performen jetzt halb so gut. Aber halb so gut ist ja immer noch richtig krass dafür, dass man halt gar keine Arbeit reinsteckt. Jetzt machen wir noch ein paar schlechte Schnitte hier. Und was passiert jetzt? Ich sterbe nicht mal. Es hat gar keine Konsequenzen. Ja, die Videos performen ein bisschen schlechter. Das Video macht jetzt schon wieder 1 Million Aufrufe. Wahrscheinlich, weil ich jetzt 10-mal so viele Abonnenten habe wie vorher. Aber trotzdem, ich mache einfach 1,9 Millionen Abonnenten mit einem schlechten Video. Ach Mensch. Das ist auch ein Video mit 0% von allen Werten. 12% ist immer gut. 12,6% auch. 12,1 auch. 100% 13%. Ja, gut. Interessant, ich kriege bei Schnitt 13%, obwohl ich nicht einmal über die 13% rübergekommen bin. Dazu sage ich nur... Und das Video macht über 1 Million Abonnenten. Es ist nicht zu fassen. 1,8 Millionen Abonnenten. Ach ja. Okay, Leute, damit haben wir, glaube ich, unsere Antworten. Was passiert, wenn man in dem Spiel alles falsch macht? Es passiert gar nichts. Das Spiel ist komplett inkonsequent. Das ist leider in ganz vielen Roblox-Spielen so. Die sind halt so gestaltet, dass es nicht schwer ist, alles richtig zu machen. Und dementsprechend bauen die Entwickler auch nichts ein. Also keine Konsequenzen, wenn man was falsch macht. Ich meine, die Konsequenzen hier sind einfach nur, dass die Fernbleiben der Belohnung, wenn man etwas richtig macht. Sprich, die Videos performen nicht mehr ganz so gut. Und das war's. Ich bin am Verhungern. Ich habe keine Energie mehr. Ich sterbe nicht. Ich habe keine Energie mehr. Ich kippe nicht um. Ich habe keine Laune mehr. Ich lächle immer noch. Also wirklich, die einzige Konsequenz, ich kann jetzt nicht mehr sprinten. Wow. Hier läuft gerade Tani. Okay. Also wirklich, da passiert nichts. Hey Louis, na wie geht's? Er chillt einfach nur, Ehrenmann.
Ey, und guck mal, die Jacke geht gar nicht mehr durch seinen Unterkörper durch. Ey, falls ich irgendwas vergessen habe, was ich noch hätte falsch machen können, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!